Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier zurück, wieder in der Garage, natürlich mit dem Let's Play von World of Tanks. Ja, heute bin ich unterwegs mit dem The Saurus Rex, aka Dino, aka wie Scully, aka was weiß ich nicht. Ja? Moin, das heißt so wie du es ausgesprochen hast, heißt Thesaurus, also Thesaurus, ja. Wenn du der deutschen Sprache mächtig bist, dürftest du es eigentlich wissen. Nee, sorry, du, ich bin Außengeländer, tut mir wirklich leid, also deutsche Sprache nix, ne? Weißt du Bescheid. Ja, gut. Ne? Kennt sie ja. Ja, wie jemand letztens in den Kommentaren schrieb, wünscht man sich ganz gerne etwas mehr Abwechslung in den Videos, was die Panzer angeht. Und ja, dem möchte ich natürlich ganz gerne nachkommen. Sodass es also jetzt heute erstmal ein Video gibt, wo ja eigentlich immer wieder ein anderer Panzer drin vorkommt. Was genau es werden wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe hier gerade den 34-1 auf, den wollte ich auf jeden Fall auch mal wieder auspacken, denn der sieht schon ein bisschen staubig aus, wenn ich mir den mal so anschaue hier. Und ja, der Thesaurus Rex, der Dino, der Scully, der wie auch immer er heißen möchte, hat sich dazu bereit erklärt, hier mal mitzudüsen. Und ja, ich bin gespannt, was du dir denn dazu einfallen lässt. Ein Teaser. Ja. Okay, bist du startklar oder was? Ja. Okay. Dann wollen wir auch direkt mal durchstarten. Vielleicht du so als Geschichtsass, was die Panzerhistorie angeht, kannst mir vielleicht was zum Tiger oder zum 34-1 sagen, mit dem wir jetzt gerade unterwegs sind. Vielleicht kannst du da mal irgendwie kurz ein paar, zwei, drei Zeilchen zu erzählen, wenn du möchtest. Naja, gut. Zum T-34-1 weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel, außer dass das, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine chinesische Entwicklung ist. Ja, zum Tiger 1 könnte ich jetzt Romane erzählen, muss ich jetzt aber auch nicht. Ist es nee, der Illustrierte reicht vollkommen. Wichtig, einfach ist es der bekannteste Panzer des ersten, Zweiten Weltkriegs, nicht des Ersten, des Zweiten, also Tiger 1 und ja, der bekannteste deutsche Panzer eigentlich. Und die World of Tanks Version ist natürlich wieder ein bisschen unrealistisch, dass wie lange 8-8er Nieder in echt drauf montiert worden ist, aber sonst, ja. Aha. Mhm. Ja, schön, gut. Also gucken wir jetzt erstmal hier, wie man sich denn so verteilt. Da vorne gehen die Medis. Sollen wir auch mit auf die rechte Flanke gehen oder gehst du in die. Du gehst in die City, ne? Ja. Ich glaube, ich werde. Ich kann mich so schwer entscheiden. Ach, hier oben mit dem Pershing mit. Viel Spaß. Ja, in der City ist jetzt nicht. Na gut, 3-8-8er. Nee, ich würde mal hinten mit dem Pershing mitgehen, ich glaube, das ist besser. Ja, diese 8er sind echt viele von denen sind unterwegs wegen dieser Mission. Ja. In jedem 8er Gefecht mit mich lande, sehe ich einen von denen ein. Ja, oder halt, was gab es denn da noch? 8-8er und... den CDC. Ach, den CDC, ja, genau. Aber den fahren längst nicht so viele, interessanterweise. Ja, weil kaum einer die Franzosen fährt. Da haben sie ja alle irgendwie seltsamerweise ein bisschen Schiss vor. Gut, das sind aber auch nicht die besten Panzer, ne? Ja, die sind halt ein bisschen schwierig zu spielen, da geht's, muss ich wohl gestehen, aber so unspielbar sind sie jetzt noch wieder auch nicht. Also T29. Man muss halt schon ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht Geschick aufbringen, aber... Oh, shit. Hier ist ein AMX 5000. Ja, machen wir weg. Ja, gerne doch. Ich war gerade voll das Rückwärts. Will das dem Ding nicht begegnen. Was ist denn das? 3801D. Okay. Ja, Sigi, na klar. Ah, hat eine verkleistert gekriegt hier. Sehr schön. Kommst du da unten klar oder brauchst du ein bisschen aktive Sterbehilfe? Nee, aktive Hilfe wäre doch jetzt sinnvoller gerade.
Wäre sinnvoller. Ja. Guck mal gerade, hier vorne komme ich momentan noch nichts mehr dran. Der T150 will, glaube ich, nicht hochkommen. Da standen gerade ungefähr 5 Panzer um mich rum und gut, da hatte ich nicht mehr viel zu tun. Ja, ich werde mal kurz auf der Karte darauf hinweisen, dass da auch noch unter Umständen noch ein paar andere Panzer hier auf uns zukommen könnten. So, dann werde ich mal schauen, ob ich hier in die Flanke... was sagst du, der AMX 5000 ist in der... Ja, der ist in der Stadt, sehe ich gerade. Ja, der, die Stadt ist gerade gefallen. Mhm. Die Stadt ist weg. Ist niemand mehr. Pershing und SDA ziehen einfach mal durch. Ich weiß gar nicht warum. Man könnte natürlich auch noch hier... Oh, der WZ-111 scheint hier AFK rumzustehen. Dann muss ich mir wohl den AMX-50 da hinten schnappen. Tiger 1 kommt, Tiger 2. Aha, aha, aha. Und noch mal ein paar Worte zum T34.1 zu sagen, bis, um jetzt mal aus dem World of Tanks Wiki zu zitieren, weil ich eh keine anderen Quellen dazu finde, dass das die chinesische Regierung hat 1954 überlegt, ob sie T-34-85er in China produziert und nebenbei haben dann chinesische Ingenieure den T-34-1 als Alternativprojekt entworfen und er ist die ähnlich sich zwar, aber der T-34-1 hat eine andere Getriebe und es wurde auch alles umgebaut, sodass er leichter ist als T-34-85. Aha. Upsi, aber jetzt stehe ich aber ein bisschen bescheiden. Was? Wieso komme ich hier hin? Aue, 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 aue. Wenn du auf die Frontpanzerung schießt und der gewinkelt steht, dann kommst du da natürlich nicht durch. Auch nicht beim AMX 5000. Nicht der schlechteste Panzer aus, muss ich sagen. Irgendwie komme ich sehe ihn gerade da nicht mal. Das läuft jetzt nicht super, das Gefecht. Ne, komm mal nie durch. Komm eh nie durch. Steht der denn vorm Haus oder so? Ich sehe das gar nicht. Zur Not würde ich ja das Haus wegschießen, aber... Hä? Aber ich muss vorsichtig sein, hinter mir der... Der Dingens... Jetzt ein Lucky Shot und... Jawohl! Sehr schön, mein Fahrer ist Fratze, was ich nicht gut finde. Hinter mir steht ein Kerni. Hast du keine Heilkit mit? Doch, aber die Runde war jetzt nicht so gut, dass ich mir sagen würde, den würde ich mir jetzt da unbedingt weg. Alter, du überlebst ja sowas. Natürlich überlebst sie, lebe ich sowas. Ich setze das ein, wenn mein Fahrer tot ist und ich überlege nicht, ob die Runde eine gute ist oder nicht. Das ist mir in der Regel mal einfach egal. Scheiße, komm, Achter von vorne, komm nicht dran. Ja, der Kern, aber dann könnte man ein Stück nach vorne kommen. Ja. Hä, schießt der ganze in meine Richtung, oder was? Toll, was nützt mir das, wenn ich einen Böse erwischt habe hier? Bringen, wirklich was bringen tut mir das nicht. Wir haben sie Böse erwischt, ja. Ja, schade, dass der 110er da AFK, der 111er da AFK war. Das ist echt schade. Was auch beschissen ist, dass das der Jagdtiger 88 fucking
der obere Aufbau, der ist so fucking dick gepanzert. Ich glaube, das ist 250 mm oder so. Ja, da komme ich auch nicht durch. Auch keiner durch. Außer einen 9er. Ich wüsste keinen 8er, der mehr als 2er. Ach, schade. Elbenkleister. Schade. Naja, gut. Hätte mir auch nichts gebracht, wenn ich jetzt ein Ding jetzt eingesetzt hätte, da, das Medikit. Aber naja, ich habe eine Erfolgsmarkierung. Oh, da freue ich mich aber ganz toll. Ja, 1280 Schaden und 450 Erfahrungspunkte ist natürlich jetzt so eher 15 Schüsse, nur 6 mit Durchschlag. Ist natürlich schon ein bisschen miserabel, ne? Muss ich ja schon mal ganz klar so sagen. Nehmen wir doch mal den. Ja. Jetzt könntest du rein theoretisch deinen Tiger nehmen, weil dann würde ich mich auch so ungefähr orientieren, wo du bist, denn ich bin ja jetzt auch nicht mit meinem M4 unbedingt so derjenige, der gerne die Frontlinie aufsucht. Wieso? Der Tiger ist doch hier eine Frontsau. Der Tiger 1. Ja. Bist du doof oder was? Das ist ein guter Sniper, der hält doch nichts aus. Nee, gut. Ich finde, das geht. Das könnte schlimmer sein. Ich meine, vorhin ist der IMX-5100 an meiner Rückseite abgeprallt, ne? Okay. Ja, gut, das war wahrscheinlich ein bisschen lucky unterwegs. Aber ansonsten, Tiger 1 finde ich persönlich, ist jetzt nicht so der beste Panzer, um nach vorne zu gehen. Ja. Was haben die denn für Jäger? Pferde und Räumerwagen. Wo sollen wir hin? Tja, gute Frage. Ich würde mich vielleicht sogar vorne an die... An die E2 stellen, aber irgendwie sieht das so aus, als wenn die hier alle Richtung Berg wollen. Würde ich mich dann wohl anschließen. Ja, nicht alle. Ah, der AMX-50 geht schon mal ganz weit nach hinten. Ey, ist auch zu knallen. Ich bin schon mal offen. Ich bin wahrscheinlich auch offen, aber ich habe keine Lampe hier drauf. Ich habe zwei Panzer in meiner Garage, wo ich eine Lampe drauf habe. Das ist schon mal ein bisschen wenig. Komm mal hier vorne mit, wir gucken mal, ob wir hier was drehen können. Mit dem 5100er. Einer der Vorteile des Tigers ist ja auch, dass er so ein extrem... Das hat ja so viele HP wie ein 8er, ne? Dabei ist das ja ein 7er. Ja. Mit Tiger 1 kann man mehr oder weniger... Cool, der hat da hinten... Boah, da unten kommen die Heavys durch. Die nehmen... Ja, unten ist schon gelaufen. Wir müssen hier links rum. Entweder gehen wir jetzt hier richtig Gas. Bei IS-3, IS-6 und Ferdi brechen unten durch. Die hält der Ferdi nicht alleine auf, glaube ich. Ne, das ist Pustekuchen. Aber schnell... Oder der Löwe muss Kette geben. Denkst du, der Löwe gibt Kette, Alter?
hätte den dubenden Traffic, was da unten passiert wahrscheinlich. Oh, da steht eine RHM. Scheiße. Muss man gleich HI laden. Kommst du an den dran, oder was? Das ist so ein Haus zwischen. Ja, ist jetzt gerade ein Haus zwischen. Sehr schön, sehr schön. Die halten hinten wirklich die Dinger auf. Ich bin auch schon wieder mehr oder weniger gelaufen, glaube ich. Oh shit, oh shit, oh shit. Pass zurück. Komm zurück. Also der T29 hier um die Ecke kommen, der hat doch den Räumerwagen da hinten. Eben drum. Das hat mich, der Räumer hat mich gerade erwischt. Wie du siehst. Ja. Pass auf, versuch mal die einfach nur ein bisschen aufzuhalten. Ich? Ja. Der wie? Was mach ich denn hier? Ja, ansonsten lass dich noch ein bisschen weiter zurückfallen. Der Räumerwagen muss aus der Deckung raus. Weil wenn der da hinten im Gestrüpp steht, dann siehst du den eh nicht. CS3. Ja, das denke ich auch. Das ist eine gute Umschreibung der Situation. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, dann fahr zurück. Hol ihn dir. Den RHM kannst du ja auch noch holen. Wenn du jetzt nicht gut geglückt hast, kannst du die beide noch holen. Pass auf. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh nein. Das ist ein bisschen zu viel. Reload. Ja, schade eigentlich. Schade, schade, weil wir haben uns gar nicht mal so schlecht geschlagen, fand ich. Nö, eigentlich nicht. Warten wir noch darauf, dass der Löwe auch noch zerfickt wird. Und ja. Ich dass der mit dem Rücken... Ah, okay, ich verstehe. Ah. Ich meine, vom Prinzip her stand er ja gar nicht mal so schlecht, da wegen der Arti, aber... Wir sollten noch mal ein paar Gefechte gewinnen, damit diese Aufnahme noch was wird. Och man, das ist doch so, ist das Spiel nun mal. Das ist doch absolut. Ja, gut. Jetzt habe ich aber was anderes hier, warte mal. 1466 Schaden, 2 Kills, 184 Erfahrung, ist das für mich jetzt... Jetzt gewinnen wir hier mit was. Jetzt kommt's. T25 AT... Warte mal, ich will nicht gerade... Ich probiere noch mal ein Heavy. Und zwar den. Mal gucken, ob der... Sehr bekannt. Ja, mal gucken, ob der was auf die Kette kriegt. Lassen wir uns mal übergeröschen, ne?
Was ist das denn jetzt? Der Telefon. Ja, und warum? Ich hab dich angerufen. Ha. Nein, ich habe deine Nummer nicht mal. Also man muss doch schon. Man muss dir dran gehen oder musst du nicht rangehen, das ist deine Entscheidung. Nö, ich gehe jetzt mal gerade nicht dran, habe jetzt gerade keinen Bock drauf. Mal, wir sind top hier. Ja. Okay. Das ist ja die Karte hier im neuen Gewand. Links oder rechts rum? S152, S100Y. Ich bin für rechts. Okay. Haben wir noch irgendwelche Heavys? KV2, 36er. Au. Ja. Geh mal hier entlang. Jetzt nur. Also diese 105er, die reißt schon ordentlich was raus. Der hier. 105, die T5, die müsstest, hast du auch drauf, ne? Ja, ich glaube, ich habe eine 105er drauf, ja. Ja, die T5, die haben wir gerade. Müssen sogar dieselben Specs sein, eigentlich. Ja, schätze ich schon. Die haut schon ordentlich was raus. Ja, die Gun ist schon nicht ohne. Der T29 hat interessanterweise die Version ohne Mündungsbremse, mit der T25 hat die mit Mündungsbremse. So, jetzt müssen unsere Jungs hier nur mal ein bisschen was aufmarken. Das Layout hier ist auf jeden Fall besser als das alte Layout. Also ich würde ja schon gerne nach vorne fahren. Irgendwas? Da ist die SO100Y. Ja, das ist, hast du ein Problem mit der? Ich habe kein Problem mit der, ich wollte jetzt ja gerade... War klar. Ich bleibe auch noch stehen, damit die mich treffen kann, ey. Meine Güte. Ich bin offen. Haben wir eine Arti? Nein, wir haben keine Arti. Okay. Zack, schon mal direkt mal 500 Schaden hier abgesnackt. Kann ich nicht hier vorne rum irgendwie so, damit ich den da umkreisen kann? Ah, der Churchill 7 geht rum, das ist gut. Dann fahre ich jetzt mal hier rum. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, weil mich der T29 da entdecken kann. Was ich nicht so cool finde. Unsere Basis. Wolltest du dich mal vielleicht ein bisschen unten hinstellen? Weil ich mir gerade nicht so ganz sicher bin zwischen... Oh, ich weiß nicht, was steht denn da noch? Jagdpanther und? Ach, ein AT-8. Ja doch, das müssen wir nicht hinkriegen. Toll, jetzt bin ich echt da außen rumgefahren, um jetzt festzustellen, dass der T29... Toll. Ganz großes Kino. Jetzt fahre ich einmal außen um den Berg, um den T29 zu umrunden. Und was macht der? Fährt genau in die andere Richtung. So, ich werde mal Richtung Heimat fahren. Also Richtung unserer Base. Guck mal, der 25-2 fährt zurück. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus.
Okay. Komme ich da dran? Natürlich nicht. Es hat mich erwischt. Irgendwas hatte ich erwischt? Nee, es hat mich erwischt. Was ich erwischt, weiß ich. Das war die scheiß SU-152. Ich dachte, die hätte die dicke drauf, aber die hatte die scheiß 122er drauf. Und die hat eine ziemlich kurze Nachladezeit. Das ist mir erst spät, zu spät klar geworden. Okay. Die 152er, die 122er D24, die hackt schon ganz schön rein. Mit der kurzen Nachladezeit, genau wie bei der SU-122. Alter, wieso kriege ich denn diesen Scheiß-Tee? Ah, da brauche ich jetzt auch nicht mehr dran. Das wird mal wieder nix. Weißt du, jetzt gewinnen wir mal wieder und ich kriege mal wieder nix auf die Kette hier mit dem. Läuft das Leben am? Ja. Was will man machen? Der Schaden, das Ding mache ich jetzt. Ach, pff. Ich glaube 300 bei dem bei der S100Y, das war's. Mehr habe ich noch nicht auf die Reihe gekriegt. Ich wollte ja eigentlich den T29 von rechts wegnehmen, aber nö. Der hat sich ja umentschieden, der Penner. Glück für mich in dem Fall. Ja. So, mal gucken, hier habe ich vielleicht noch den T34 mitnehmen kann hier. Nein. Selbst 16 HP. Doch, ach, ne, was schön. Sehr gut. Ja, 3 Kills und trotzdem nichts auf der Reihe gekriegt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Eine sehr, sehr schöne Runde, um genau zu sein. Sehr schöne Runde, in der ich nichts auf die Reihe gekriegt habe, aber... Du müsstest so ausdrücken, sieh mal. Magnifique. Magnivat. Ja. Das war französisch. Aha, ja. Ja, 994 Schaden ist natürlich miserabel für einen 7er Heavy. Tja. Egal. So, ich wollte jetzt auch mal wieder, jetzt muss ich gerade mal eben kurz gucken. Genau. Ich wollte mal wieder die schönen alten Besten überhaupt und so rauskramen. Hat das Ding limitiertes Matchmaking? Nein. Okay. Na gut. Dann will ich mal nicht so sein. Hä? Was hast du gemacht? Wieso? Ach, ich, Bobby, hab wahrscheinlich auch nicht bereit geklickt. Naja, gut. Ist ja egal. Darf ja schon mal passieren. Im Eifer des Gefechts. Was hast denn du sonst noch so für 7er am Start? So? Was die 3 sind die einzigen, die ich habe inzwischen. Ah, okay. Den Jagdpanther habe ich inzwischen für die auf den anderen Jagdpanther umgetauscht. Ja. Was hast du denn sonst noch so eigentlich im Bereich Tier 6, was demnächst Tier 7 werden kann, wenn du weitermachen würdest? Die Hummel, ne? Die Hummel. Okay. Noch was? Prinzipiell auch der VK 3002, aber der fährt sich ziemlich anstrengend, so das konnte länger dauern. 3002. Der 3002M. Ja, der geht auf den Tiger. Ja. Okay, ich bin dafür, wir gehen rechts. Also 1-2er Linie, so die Ecke.
Wie viele Gefechte willst du in dieser Aufnahme noch machen? Ja, mal gucken, ne? So ein, zwei vielleicht noch. Man weiß ja nie, wie lange so eine Runde dauert, ne? Das ist immer so das Problem. So eine Runde kann ja 3 Minuten vorbei sein, die kann aber auch wirklich volle 15 Minuten durchlatschen. Sagen wir mal so, wenn die Runde hier jetzt wirklich lange dauert, dann würde ich sagen, dass wir das bei der Runde hier belassen in der Aufnahme, weil ich ab demnächst noch, muss demnächst los. Los. Aha, du musst los. Ja. Ja. Ja, also wenn das so ist, ne, wenn du los musst, dann würde ich sagen, musst du los, ne, oder? Ja, super. Dann geben wir den Zuschauern noch diesen Leckerbissen von Aufnahme, wo du wahrscheinlich eh nach 2 Minuten stirbst und dann... Aller Wahrscheinlichkeit nach ja. Wir müssen erstmal auf die Heavys warten. Hast du ein Scherenröhrchen dabei bei deiner 122er? Nö. Schlecht. Ich habe auf keiner einzigen von meinen TDs ein Scherenröhrchen. Warum? Alter, wenn du mit dem Jäger nichts siehst, worauf willst du denn schießen? Jetzt mal ohne Witz. Da ich eh meistens mit meinem Jäger weit nach vorne fahre, sehen meistens die anderen für mich. Ich habe meine Standard immer Lüfter Oh, wir müssen mal eben kurz, ich muss mal zurück in die Mitte. Kommst du mal mit? Ja. Lüfter, Ansetzer und Richter habe ich eigentlich immer drauf. Also bei allen Panzern. Außer bei welchen, wo kein Lüfter eingebaut werden kann, da nehme ich meistens irgendwas anderes, was mir noch einfällt. Okay. Ein bisschen von hinten mal arbeiten hier. Ja gut, dann musst du mich aber auch mal dahin lassen. Ja, du kannst dich doch direkt vor mich stellen. Ja gut, da ist aber, kann ich aber nicht auf die Ziele. Ja, ist egal, dann bleib du hier, ich fahre jetzt zurück. Rechts steht noch ein VK 3002 vielleicht. Ich fahre jetzt mal zurück zur Base. Nee, ich bleib auch nicht. Ich fahre mal hier unten durch. Machen wir anders. Ah, da kommt ein Tee. Ich bin auf. Von irgendwas. Ah, von dem da hinten. Was? Ein Abpraller? Im Leben nicht. Abpraller? Im Leben nicht, Alter. Oh, 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 oh. Ja, genau. Querschläger bei den IS. Natürlich. So, T67 hinten an der Base. Wo ist denn der 37er? Den will ich auch haben. Der steht da oben. Den hol ich mir gleich. Na gut, den hol ich mir doch nicht. Komm mal wieder ein bisschen näher daran. Du stehst ein bisschen zu nah, finde ich. Nie zu nah, Alter. Das ist eine Nahkampf-TP. Ich habe 6 Sekunden Nachladezeit. Also da kommt noch eine IS runtergeflogen. Jetzt erstmal diesen verkackten T37. Oh, der fackelt. Sehr schön. Der Amorek. Hier am Team komme ich nicht ran. Wie geht's der IS? Kannst du die erledigen oder? Ja, ich probier's zumindest, aber ich glaube, ich komme jetzt. Wieso komme ich da nicht mehr dran? Ach, der ist schon auf dem. Hä? Hey? Ah, ich schnapp mir die mal eben kurz. Ups. Bisschen zu lange gewartet. Jo, 1100 Schaden ist schon mal nicht schlecht. Kann man schon mit leben, ne? Jo, prall ich an den Tank und dauernd ab, Alter. Das ist voll übel.
Bye bye, IS. Was? Wieder ging nicht durch. Voller Arschen oder was? Mann, ey. So. Oh, diesmal schon auch was gerissen. Ja. Ja, den Komet habe ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht in Erinnerung. Ja, das ist doch mal so. Also. Oh, wir hätten sogar noch einen, wenn du einen Kill mehr gemacht hättest, hätten wir sogar einen Waffenbrüder bekommen. Ja, schade. Ja, wie das nun mal so ist, das ist dann halt nun mal so, ne? Das hatte ich letztens auch mit einem drei Kills und wir beide hatten drei Kills, aber beide waren leider gestorben. Also. Ja, das ist leider schlecht. Oh, 2185 Schaden mit dem Komet, drei Kills, 936 Erfahrung, das hört sich schon eindeutig besser an, finde ich. Da kann man auf jeden Fall besser mitarbeiten. Okay, ich habe 1000 Schaden über 300 Meter Entfernung gemacht. Ach, ich glaube, das war, als ich die IS abgefackelt habe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Schaden über 300 Meter Entfernung 0. Ja, ist auch sehr typisch für einen Jäger. Wobei, ich glaube, die SU 12244 ist nicht so ultra genau, ne? Ich glaube, das ist... Nein, das ist kein Sniper. Damit kann man nicht richtig gut snipen. Deswegen fahre ich die auch immer so aggressiv. Okay. Weil die recht gut gepanzert ist vorne. Also, die Dicke ist nicht toll, aber dafür ist das eine 60-Grad-Neigung. Also, wie du vielleicht gesehen hast, ist die extrem schräg vorne. Ja. Das ist, kommt schon ganz gut meistens. Okay, also sagst du, damit kann man eher so ein bisschen, oder sollte man eher ein bisschen nach vorne düsen? Ja, damit sollte man besser ein bisschen aggressiver spielen, als hinten zu stehen. Mit hinten stehen kommt man mit dem nicht weit. Das Ding hat ja auch eine extrem hohe DPM. Ja, okay. Eine hohe DPM eignet sich auch eher für vorne stehen und einfach reinkloppen. Ich meine, 6,6 Sekunden Nachladezeit auf 400 Schaden pro Schuss. Das ist schon üppig, ja, da gebe ich dir recht. Ja, liebe Zuschauer, vielleicht aufgefallen jetzt gerade, hier, wenn man sich das Video mal etwas en Detail anschaut, meine Garage ist hier so ein bisschen bläulich gefärbt. Das hat nichts mit der Wiedergabequalität eures Monitors zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass ich hier in den Einstellungen mal was ausprobiert habe. Und zwar bin ich hier gerade dabei, die Farbfilterfunktion hier mal ein bisschen zu checken. Und ich habe jetzt aber mal hier den weichen Farbfilter mal reingesetzt mit einer 75%igen Intensität, um mal zu sehen, ob sich das wirklich bemerkbar macht. Die meisten Leute sagen ja, das ist hier von wegen Frames lastig und hast du nicht gesehen. Muss ich jetzt ehrlich gestehen, habe ich jetzt noch nicht so festgestellt. Aber ja, ich würde es trotzdem einfach mal ganz gerne probieren, mal so die verschiedenen Farbmodis mal durchzuprobieren. Vielleicht ist das ein oder andere ja doch ganz neckisch, gerade wenn man dann sich so ein Video selber nochmal später auf YouTube oder auf dem PC oder wie auch immer anschaut. Ich nehme immer den fotochromatischen, den finde ich am besten. Fotochromatischen dann auf 100. Warte mal, das muss ich mal eben kurz testen. Fotochromatisch auf 100. Anwenden, speichern. Der finde ich am besten aus. Okay, speichern. Zurück zum Spiel. Ja, hat natürlich auch was. Ist auch, es ist so ein kalt-klares Bild. Das ist so ein bisschen, ja, aber hat was. Na gut, ja. Dann würde ich vorschlagen, beenden wir diese Aufnahme hier für heute. Natürlich sollte man mit einem guten Sieg natürlich am besten aufhören. Bietet sich ja immer an. Ja. Ja, möchtest du etwas Abschließendes sagen oder soll ich die Abschließfloskel wie immer durchspülen? Wir sagen immer so, ich hoffe, dass die Zuschauer auch bis hierhin gekommen sind, bei dem wieder recht langen Video. Das ist manchmal gleich fraglich, aber mal gucken. Ja, ich bin da nicht so ganz so pessimistisch, denn die besten Kommentare bzw. die besten Sachen finden ja meistens immer erst nach den jeweiligen Runden statt. Von daher denke ich mal, dass die Zuschauer sich das Ganze ja auch in voller Länge reinpfeifen. Ja, gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal fürs Zuschauen, für die rege Teilnahme und so weiter und so fort. Wenn ihr Wünsche, Fragen, Anregungen habt, immer unten in die Kommentare. Die einen oder anderen nutzen diese Funktion ja schon. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Klärchen, tschüssing!